Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen bei Feel Free to Play. Mein Name ist Tommy McGinnis und heute präsentieren wir euch alle interessanten Orte aus Rainbow Six Extraction und wo sie zu finden sind. 100 dieser Orte werden benötigt, um die Trophy des Achievement Enzyklopädie freizuschalten. 150 braucht ihr, wenn ihr die 250 XP aus Ubisoft Connect holen wollt. Wir haben insgesamt 173 dieser interessanten Orte gefunden. Legen unsere Hand aber nicht dafür ins Feuer, dass es wirklich alles sind. Auf jeden Fall reicht es, um eurer Platin-Trophäe einen Schritt näher zu kommen. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Maps genauer angucken, hier noch einmal einige Infos, die benötigt werden, damit ihr erfolgreich von dannen ziehen könnt, um selber diese Orte zu erforschen. Das Wichtigste zuerst. Alle interessanten Orte können nur im Singleplay gefunden werden. Koop sind diese Orte zwar auch da, aber man kann mit ihnen weder interagieren, noch werden sie vom Spiel durch die kleine Lupe angezeigt. Ihr müsst euch also wohl oder übel alleine durch die verschiedenen Maps arbeiten. Solltet ihr auf eurer Erkundungstour das Zeitliche segnen, zählen alle vorher gefundenen Orte, sofern ihr mit ihnen interagiert habt. Es ist also nicht zwingend notwendig, den Übergriff zu beenden. Habt ihr euch für einen der vier Standpunkte und einen der drei dazugehörigen Maps entschieden, generiert das Spiel selbst, mit welchem Raum es losgeht und in welchen Raum ihr als nächstes rein müsst. Je nachdem, wie oft ihr dieses Level spielen werdet, gibt es einige Möglichkeiten, in welcher Konstellation ihr die jeweiligen Räume betreten werdet. Das bezieht sich vor allem auf die Luftschleusen. Jede Map bietet nicht nur drei Level, sondern auch drei Luftschleusen. Und da ihr nach dem dritten Level eure Operation evakuiert, also den Übergriff beendet, können pro Run nur zwei Luftschleusen betreten werden. Wollt ihr also alle von uns gezeigten interessanten Orte finden, müsst ihr jedes Level mindestens zweimal zocken. Seid ihr auf die Platin aus, passiert das aber automatisch. Da man also nie genau wissen kann, welche Luftschleusen ihr in euren Run betreten könnt und welche nicht, haben wir uns dazu entschlossen, euch die Luftschleusen erst am Ende des Videos zu präsentieren. Da jede Luftschleuse anders aussieht, sind wir fest davon überzeugt, dass ihr sie trotzdem zuordnen könnt. Wir glauben an euch. Zur Not findet ihr sie direkt unter der einzelnen Kapitelauswahl hier im Video. So, nun genug der vielen Worte, wir starten mit Truth or Consequences. Wenn es in Tiossi Antworten gibt, dann werden wir sie auch finden. Genauer gesagt mit Sierra County Krankenhaus. Insgesamt haben wir dort 15 interessante Orte gefunden. Die erste Map ist Biogefahrenlabor. Ganz in der Nähe des Evakuierungspunktes findet man etwas, was früher mal ein Mensch gewesen sein soll. In südwestlichen Gefilden kontrollieren wir derweil Reacts Ausrüstung. Wir dachten, Eindämmungsstufe 5 genügt. Nie hätten wir erwartet, dass der Parasit aus dem Boden kommt. Und in der Mitte der Karte finden wir eine starke Energiequelle. Dieser Bioreaktor kann extreme Hitze und extremen Druck standhalten, ohne auszulaufen. Er ist sogar jetzt sicher. Ziehen wir nun ein Level weiter. Nächster Anlaufpunkt, Veteranenzentrum. Und dort kontrollieren wir beim Evakuierungspunkt ein verschlossenes Tor. React nutzt Ultraband-Mikrowellenverstärker, um zu jeder Zeit den Operator Kontakt zu halten. Dann gibt es da noch einen ziemlich markanten Hubschrauberabsturz. Irgendein Prolet mit einer Knarre dachte, er könnte den Piloten zwingen, ihn hierher zu bringen. Hat wohl nicht geklappt. Und wir huldigen der hohen Kunst des Krieges. Ich bin erstaunt, was man früher ohne moderne Ausrüstungen und Technologie alles erreicht hat. Es folgt eine neue Folge hinter Gittern, der Rainbow-Knast. Diese schweren Stahltore konnten den Parasiten wohl nicht stoppen, ihn aber hoffentlich so verlangsamen, dass die Leute sich retten konnten. Und wieder ziehen wir ein Level weiter. Nächster Anlaufpunkt, Krankenhaus. Und dort hat jemand verzweifelt nach einem Parkplatz gesucht. Der Fahrer dachte wohl, er käme schneller dran, wenn er hier hereinkracht. Und hat alles noch schlimmer gemacht. Anschließend kommen wir noch zu einem Polizeitatort.
örtliche Polizei wollte für Ordnung sorgen, aber da waren einfach zu viele panische und kranke Leute. Und zu guter Letzt zelebrieren wir auch noch den Tablettenkonsum. Gegen Ende haben die Leute jede Pille geschluckt, um die Infektion aufzuhalten. Ohne Erfolg. Kommen wir nun zu den Luftschleusen. Insgesamt haben wir in Sierra County Krankenhaus in den 3 Räumen 5 interessante Orte gefunden. Welche das sind, seht ihr hier. Der Verwalter vom Veteranenzentrum braucht sein Werkzeug wohl gerade nicht. Die Archies kümmern sich jetzt um den Laden. Der Fürst ist der einzige AKN-Läufer, der andere AKN-Einheiten hervorbringen kann. Der Grund dafür ist unklar. Wir setzen den Panzer hohem Druck aus, aber nichts scheint El Parasito etwas anzuhaben. Selbst in Geheimlaboren, in Eindämmungszonen, kann man die Sicherheitskontrollen nicht umgehen. Die Barrierenverstärkung nutzt phasenstabiles Metamaterial, das sowohl der Querkraft als auch Stößen standhält. Es folgt das obligatorische Betteln nach Ruhm, Reichtum und Macht. Wenn ihr schon mal ein YouTube-Video gesehen habt, wisst ihr, was wir von euch wollen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt euren Content-Creator oder schreibt es in die Kommentare. Das war's von meiner Wenigkeit. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Tommy McGinnis von Feel Free to Play.